Blasentumore und Blasentumorrezidive sind in der Regel sehr gut durch eine kleine Operation behandelbar. Alle Infos zum Blasenkarzinom haben wir Ihnen hier in diesem Video schon einmal zusammengestellt. Doch wie genau funktioniert diese Operation? Was wird bei der sogenannten TURB gemacht? Und wie läuft sie ab? Und was sind die Risiken? Das erkläre ich Ihnen im folgenden Video. Mein Name ist Kai P. Schuster und ich bin Facharzt für Urologie hier in der Klinik am Ring in Köln. Fast 90% aller Blasenkarzinome, egal ob Erstdiagnose oder Rezidiv, sind Schleimhauttumore. Das heißt, dass sie sehr oberflächlich wachsen und nicht tief in die Blasenwand, also in die Blasenmuskulatur, eindringen. In den meisten Fällen sehen sie ähnlich aus wie ein winziger Blumenkohl und können mehr oder minder einfach weggeschält werden. Hierfür geht der Urologe mit einer Kamera in Narkose von vorne durch die Harnröhre in die Blase, ähnlich wie bei einer Blasenspiegelung. Gleichzeitig wird eine elektrische Schlinge mit eingeführt, durch die ein hochfrequenter Strom geleitet werden kann. Mit dieser Schlinge setzt der Operateur hinter dem Tumor an und schält ihn einfach weg. Natürlich sind Schleimhaut und Tumor lebendes Gewebe und es würde anfangen zu bluten. Doch durch den Strom aus der Schlinge werden die Blutgefäße direkt verödet. Wichtig ist es dabei, dass das Herausschneiden des Tumors tief genug bis in die Blasenmuskulatur erfolgt, damit zum einen alle bösartigen Zellen entfernt sind und zum anderen der Pathologe alle Wandschichten unter dem Mikroskop untersuchen kann, um zu bestätigen, dass es sich wirklich nur um den oben genannten Schleimhauttumor handelt. Somit hängt der Erfolg der Operation von der Qualität und der Erfahrung des Operateurs ab. In einigen Fällen aber sind die Schleimhauttumore mit dem bloßen Auge nur schwer erkennbar, sodass es für den Urologen Hilfsmittel zur Sichtbarmachung gibt. In Deutschland ist die sogenannte Fluoreszenzfärbung, kurz Hexvix, weit verbreitet, dass die Tumore quasi anfärbt. Hierbei muss dem Patienten über einen Katheter der Farbstoff, das Hexvix, mindestens eine Stunde vor der Operation in die Blase gespritzt werden. Anschließend muss er sich regelmäßig drehen und wenden, um das Färbemittel in der Blase zu verteilen. Jedoch ist die einfachere und modernere Variante das Narrowband Imaging, kurz NBI, eine Technik, die in den USA hauptsächlich zum Einsatz kommt. Der Vorteil ist, dass das Lichtspektrum der Kamera mit nur einem einzigen Knopfdruck des Operateurs verändert werden kann, wodurch schwer erkennbare Tumore ohne größeren Aufwand sichtbar gemacht werden. Daher haben wir uns in der Klinik am Ring dazu entschieden, das NBI einzusetzen, um die Unannehmlichkeiten der Hexvix-Installation zu ersparen. Nach dem Eingriff schließt sich meist ein stationärer Aufenthalt über 2 bis 3 Nächte an. Zur Erholung und Abheilung der Blasenwand liegt für diese Zeit ein Blasenkatheter ein, über den gegebenenfalls auch Blut noch herausgespült werden kann. Wenn nach dem Entfernen des Katheters das Wasserlassen dann problemlos funktioniert, kann der Patient nach Hause gehen. Sollten sich während der Operation mehrere Tumore, ausgedehnte Tumorflächen oder in pathologischen Untersuchungen minimal tiefer eingewachsene Tumore finden, dann ist nach urologischer Leitlinie eine sogenannte Nachresektion angeraten. Das bedeutet, dass der Eingriff nach 6 bis 8 Wochen auf die gleiche Art und Weise sicherheitshalber wiederholt wird. Auch im Falle eines Rezidivs kann die Operation jederzeit und so oft wie nötig wiederholt werden und neu eingewachsene Tumore werden immer wieder entfernt. Somit kann ein Blasenkarzinom bei einem erfahrenen Operateur mit Hilfe des NBI im Rahmen einer schonenden Operationstechnik in der Regel langfristig geheilt oder beherrscht werden. Wir in der Klinik am Ring haben uns auf endoskopische Eingriffe spezialisiert und sollten Sie mehr über die operative Therapie von Blasentumoren wissen wollen, dann kommen Sie einfach zu uns nach Köln. Wir freuen uns auf Sie.